der Jugend. So, drängende Runde, 9, 6 und 5 Euro, nächste Runde, 3 Minuten. Oh, jetzt geht es hier um die erste Dränge im Rennen der Jugendklasse, 9, 6 und 5 Euro von Benno Müller-Droppenbauer aus Hammersberg. Wertungsrunde. So, Abwand, Wertungsabnahme für unsere Jugendfahrer. Wertungsabnahme. So, Prämien Runde 9, 6 und 5 Euro gibt es zu gewinnen in der nächsten Runde, Prämienrunde. So, jetzt geht es hier um die Prämie von Franz Uhl, Sanitär und Heizung aus Linden. 9, 6 und 5 Euro gibt es zu gewinnen. So, nächste Runde gibt es eine Dreifach-Sachprämie vom Sporthaus Wirthaus Weilerbach. Gibt es drei Schals für die Erstplatzierten. Nächste Runde also Dreifach-Sachprämie. So, jetzt geht es erstmal hier um die Winterbekleidung, nämlich Lauchschals, drei Stück, jeweils für die ersten drei einen vom Sporthaus Wirthaus Weilerbach. Prämienabnahme. Um die Punkte der dritten Wertung. Nächste Runde, Wertungsrunde, Wertungsrunde. So, Wertungsabnahme zur Halbzeit des Rennens. Der Klasse 5, 3, 2 und 1 Punkt. Also dreifach Barprämie, 15, 10 und 5 Euro. So, nun geht es um die Prämie von Wolfgang Traub, Heizungsbau aus Bonn, 15, 10 und 5 Euro. So, Abwand, jetzt Abnahme der vierten Wertung. Wieder das Ganze im Sprint entschieden. Wertungsabnahme. Also 5 Punkte an die 7, 3 Punkte an die 4, 2 Punkte an die 2 und 1 Punkte an die 13. So, jetzt gibt es hier den Angriff von Alexander Talton aus dem Feld heraus. Mal schauen, wie sich. Runde, Prämienrunde. So, Alexander Talton wurde wieder eingeholt. So, das war's für zwei Spielschauer und Ziel. Und hier geht's jetzt um die nächste Prämie über den Sprint. Nächste Runde,
un soldo. So, nächste Runde dreifach Barprämie, 15, 10 und 5 Euro. So, und es geht um die Prämie der Bäckerei an Schmidt. 15, 10 und 5 Euro werden jetzt verteilt. Wieder im Schnitt. So, es geht in die letzte Runde für unsere Fahrer der Jugendklasse und jetzt wird sich entscheiden, wer hier das Rennen gewinnt. Wie gesagt. Aus Hammersberg, wer gewinnt dieses Rennen? Und es wird ganz, ganz eng und der Rico hat die Siegel, glaube ich, die Nase vorne. Ich muss noch dafür sorgen, dass mein Figur heilt. Auf Platz 2, die 25 Punkte, Wattbeschade am Ende, die Stadtnummer 4 von FC Feldmeier Robin Kerzhofer. Und Drittplatzierter, hier in Kreisdorf, einen besonderen Applaus bekommen mit 14 Punkten, die Stadtnummer 2, Alexander Thalton von RV Sport Kreisdorf. Warte, warum bin ich gerade davor? Ja,